So. Wir haben schon Angst, die zieht sich noch weiter aus, aber den. Nee, das will ja keiner sehen. Ja. Sag mal, das ist aber wirklich nach deinem letzten Fischzellenchor, ne? Meine Güte, das Original aus den 60ern. Aber wirklich flott, muss ich ja wirklich mal sagen, ne? Mein Gott, was schick. Und die sind alle selbst erlegt, ja? Ja, natürlich. Alles so. Auf Safari. Ja? Das letzte Mal haben wir noch mit Amelie im Hals kurz auf und Safari. Wir haben sie nicht gekriegt, aber andere Tiere haben wir geschossen. Ich wollte gerade sagen, aber Amelie habt ihr nicht erwischt, oder? Nö, die stand auch nicht im Weg so. Aber ich bin hier gerade eben, es wird zu spät. Du hast auch Klöppeln gelernt in Indien, natürlich auch. Ja, wunderschön. Ja, doch, alles wunderbar. Ich hab halt in die ganze Welt gekommen und ich muss weiter. Niederlande, nächstes Ziel. Ich bin schon weg. Ja, gut, Niederlande, ne? Vergiss den Wohnwagen nicht. Dann kauf nicht mehr da so viel Gras, ne? Ja. Ja, Frau Röhm. Ja, wussten Sie übrigens, ne, bei meinem letzten Altmann, das war wirklich eine Katastrophe. Da gab es dreimal Ei und am Bock. Das ist aber ein sehr lautes Hai, würde ich mal sagen. Ja, ne? Der Aufzug, der rumpelt immer ein bisschen. Oder fallen Sie da jetzt gerade aus? Nein, ich bin, bei mir ist noch alles dran. Ehrlich? Ja, meine Hüfte und... Mein Gott, das ist ja furchtbar. Ne, und hier auch das... Wie heißt das da? Geht auch noch, ne? Eine Prothese, ne? Könnt ihr Bein noch mal bewegen, bitte? Das ist, das hört sich aber böse an. Oh mein Gott. Ja, könnt ihr noch mal nach oben, bitte? Ja, das ist... Also, ich weiß nicht, Frau Röhm. Ich muss die Prothese unbedingt mal wieder bügeln lassen. Ja. Ja, da gab's doch letztens... Also, Frau Röhm, vielleicht sollen wir das einmal tauschen. Da gab's was, das Bein. Eine Austauschelfe. Ja, wie jetzt? Nee, da hänge ich dran. Ne? Ach, da hängt ja, da hängt die ganze Else dran an dem Bein. Doch. Ich verstehe. Ja, meine Damen und Herren, ja, das wirklich im letzten Pflegeheim, das war schrecklich. Da gab es dreimal die Woche Ei. Ne? Ei? Ja, und am Wochenende Tiramisu. Ja. Ja. Da wird die Salmonella als Waffe eingesetzt da in diesem Pflegeheim. Also ganz schrecklich. Ja, schlimm. Ne? Ja, ganz schlimm. Ja, meine Damen und Herren. Da fahre ich in meinem Urlaub hin auf die Salmonellen. Ja, ne? Zum Abnehmen. Das hat ja letztes Mal auch nichts genutzt. Ne? Nee, ja, stimmt. Ja. Deswegen hänge ich ja immer noch in der Ampulle fest. Ne? Ja. Wenn die Sitze so schmal sind und der Herr so dick. Ich bin überhaupt nicht dick, meine Beine sind nur zu weit hinten. Naja, und der Kopf zu nah am Rumpf, ne? Ja. Alles klar. Also, Frau Röhm, dafür hast du schon mal einen verdient, hör mal. Sag mal. Hey! Ich noch nie den ganzen 500 Schocks, meine Damen und Herren, den ersten Tusch vor der ersten Niveauhupe, da muss ich schon sagen. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass Amelie Metz-Kurz heute nicht da ist. Da habe ich Abend für mein Programm geprobt und für den Techniker beleidigt, kriege ich einen Tusch. Kaum erfährt das Publikum, Amelie ist nicht da, ist die Stimmung direkt im Himmel hier. Was ich sage Ihnen aber, Amelie kommt noch. Buh! Den Sessel ein. Amelie kommt noch? Ja, aber heute Gottes nicht. Willen, dann muss ich wieder alles wegschließen. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, ich kriege wieder Besuch. Ne? Ja, echt? So ein Mittelding. Ein Mittelding? So zwischen Blondine und Schlacks. So. Was? Ja, Blondine und Schlacks. Also, nehmen Sie eigentlich für Medikamente, Frau Röhm? Das möchte ich mal wirklich wissen. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, warum ich so viele bunte Bälle vor den Augen habe. Ja, so eine Blondine und Schlacks. Kommen Sie ruhig mal rein. Ne? Ja, kommen Sie ruhig. Ach, guck mal, hat er eine Gitarre mitgebracht. Ach, die Musiktherapeutin. Ja, genau. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie die Musiktherapeutin. Haben Sie meinen Stuhl für die Musiktherapeutin? Ja. Ne, mein Arzt sagt auch immer, bringen Sie Ihren Stuhl mit, ne? Ja. Aber der hat doch ein ganzes Wartezimmer voll. Ja, was meinst du, was er da riecht, so? Ne? Deswegen setze ich auch immer mit geschlossenen Beinen da. Jetzt sind Sie aber wirklich knapp an der Niveauhupe vorbeigeschreddert, Frau. Wissen Sie, in meinem Alter, ne, da ist man jenseits der Niveauhupe. Ja. Wissen Sie eigentlich, welche Farbe der heilige Stuhl hat? Kommt drauf an, was der Papst gegessen hat. So.